herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, mein heutiger Gast ist in Erding zugeschaltet und es ist dies die Silvia Ziolkowski. Silvia, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich. Du freust dich, das ist super. Ja. Das ist fantastisch, ich freue mich auf. Silvia, du bist ja Unternehmerin, Rednerin, Sparringpartnerin mit Hirn, Herz und Humor und weiters auch Coach, Mentorin, Buchautorin und auch Podcast-Kollegin, allerdings schon seit 2012, wie du gesagt hast. Also das ist schon eine richtig lange Zeit im Podcast-Business sozusagen. Und du führst halt mit deinem Mann die Artvia Net Consult und ihr stärkt mittelständische Unternehmen in der Dachregion und der Fokus ist die Zukunftsgestaltung. Und du nennst dich auch Zukunftsentwicklerin und wie du so schön schreibst, deine Kunden sagen zu dir auch Lady Future, das ist noch ja, fand ich auch sehr nett, als sie mir den Titel mal verpasst haben. Ja, du bist für uns unsere Lady Futures, das ist aber nett. Finde ich noch gut, genau. Und wir sprechen halt kurz eben über deine berufliche Entwicklung auch als Unternehmerin und deinen heutigen Job als Zukunftsentwicklerin. Mhm. Und vielleicht gehen wir dann noch ein bisschen auf das Thema Visions- und Werteentwicklung in KMUs ein. Jetzt Silvia, wie stellst du dich gerne Menschen vor, die dich noch gar nicht kennen? Also ich sag ganz gerne, ich bin eine Anstifterin. Und dann schauen die mich schon mal an, sei eine Anstifterin? Ja, für ein besseres Leben. Ich bin eine Anstifterin dafür, dass wir heute anfangen sollten, an morgen zu denken. Eine Anstifterin, um sich zu kümmern, um die gute Zukunft, die ich erleben will. Weil wir stecken ja heute sehr im Jetzt und ich lebe nur einmal und jetzt muss schön sein. Und was ist mit morgen? Was ist mit dem, wo wir dann in Zukunft zu Hause sein werden? Da hat der Einstein schon mal so schön gesagt, mich interessiert nicht so sehr das Gestern, sondern mich interessiert das Morgen, weil da werde ich mal leben. Und dafür bin ich unterwegs, dafür will ich sensibilisieren, auch gerade KMUs, wo es die strategische Arbeit oft so hinten runterfällt, weil das Tagesgeschäft so laut schreit. Und im eigenen Leben ist es oft nicht anders, gell? Und sich da immer wieder Zeit zu nehmen, Freude zu haben, Lust zu kriegen, an einer beseelten, bekloppt Kultur zu arbeiten, das ist das, wofür ich unterwegs bin und wofür ich antritt. Sehr schön. Und wie hat das Ganze mal gestartet? Was hast du mal auch mal gelernt oder auch studiert? Weil irgendwo hat es ja mal einen Ausgangspunkt gegeben für diese Entwicklung. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Weil ich habe mal Zahnarzthelferin gelernt. Also diesen Beruf gibt es ja heute mit dem Namen gar nicht mehr, sondern das sind jetzt zahnmedizinische Fachkräfte oder so ähnlich. Ich vergesse leider den exakten Berufstitel heute. Ich habe das auch wirklich gerne gemacht, weil ich immer schon sehr gerne ganz eng mit Menschen zusammengearbeitet habe und da erlebst einiges. Da wird deine soziale Kompetenz und deine Empathie sehr gestärkt. Neben all dem anderen, also Geschicklichkeit, gut hinschauen und all sowas. Ich war immer schon so Neugierige. Ne? Das ist auch so ein Sehnsucht in mir drin. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum ich mache, was ich mache, weil ich das weiß, wie sich das anfühlt, immer so eine Sehnsucht in sich zu tragen, die irgendwie einen immer so weitertreibt. Und mich hat es auch weitergetrieben. Und ich bin mit 20 in die USA gegangen als Au-pair. Das hätte ich gar nicht tun dürfen. Das war nämlich damals nicht erlaubt. Und der Start war ziemlich holprig. Aber nach dieser Zeit, lieber Christoph, habe ich eins gewusst. Es passiert viel, viel weniger, als wir immer befürchten. Und es geht viel, viel mehr, als wir glauben. Und mit diesem Glauben und dem Zuschauen der Amerikaner, wie die leben und Träume anpacken, so go for it, you got it, I know you will do it. Und das alles, das hat mich wirklich getragen, um zu sagen, na eigentlich kann ich doch jetzt alles werden. Jetzt habe ich da diesen holprigen Anfang in den USA hingekriegt. Jetzt habe ich mal den Amerikanern beim Leben zugeschaut, was die sich alles zutrauen. Unfassbar.
Ja, und dann habe ich mich aufgemacht und habe auf dem zweiten Bildungsweg erstmal mein Abitur nachgemacht. Und dann wollte ich eigentlich direkt studieren, das ist aber dann nicht so gelungen, weil ich mit meinem Freund zusammengezogen bin und der lebte in so einer Pampa damals in Nordhessen und da gab es halt keine Uni und da hätte ich dann 1,5 Stunden hinfahren müssen. Dann habe ich beschlossen, na, das ist jetzt schon ein Schmarrn und bin noch einmal in den Beruf der Zahnarzthelferin zurückgegangen für ein Jahr. Und danach bin ich mehr oder weniger per Zufall in ein Unternehmen geraten, das mein damaliger Freund und heutiger Mann mit seinem Cousin zusammen gerade am Aufbauen war. Und irgendwie hatte ich so die Idee, ich könnte denen helfen, bis ich einen Studienplatz habe. Das habe ich dann auch gemacht. Bin dann bei denen eingestiegen und habe festgestellt, oh, ist das spannend. Ist das spannend, ein Unternehmen aufzubauen. Und dann wollte ich nicht mehr weg. Da wollte ich nicht mehr weg und bin geblieben und habe es dann umgedreht und habe dann quasi nebenbei studiert. Also immer an den Wochenenden habe ich studiert und unter der Woche war ich Chefin. Das war schon spannend, ja. Was habt ihr da gemacht? Oh, ganz was Spezielles. Datenkommunikationslösungen für die Automobilindustrie. Das hat damals gar kein Mensch verstanden. Es hieß EDI, also heute weiß man Electronic Data Interchange, das ist jetzt so fremd nicht mehr. Aber damals war das schon, was macht's ihr? Über was? Also quasi das Internet. Entschuldigung, meine Katze kommt gerade, die hat gerade die Tür aufgemacht, deswegen ist da ein bisschen Lärm im Hintergrund. Lässt sich nicht abhalten, sein Reich zu verteidigen. Ja. Genau. Sehr gut, okay. Das heißt, dann bist du da eingestiegen und ich habe dann das Unternehmen da weiterentwickelt. Das war dann dieses Softwareunternehmen, wo du gesagt hast. Ja. Genau, okay. Und ja. Was machst du heute genau? Ja, so dann nach 14 Jahren habe ich die Seiten gewechselt, weil irgendwann bin ich dann mal so 40 geworden, gell? Also so Richtung 40 gewandert, muss ich es eher sagen. Und da dachte ich mir, mein lieber Scholli, ist da nichts mehr anderes drin im Schatzkästchen als so Nullen und Einsen. Also diesen Satz, den man so oft hört, der mir wirklich im Kopf war, kann das denn alles gewesen sein? Und den Dreh habe ich gekriegt, als ein Mitarbeiter zu mir ins Büro kam und mir die Kündigung hingeschoben hat. Und der hat dann gesagt, Silvia, ich kündige. Und ich war davor 2 Monate in der Auszeit und dachte mir, oh, waren Sie nicht nett zu ihm, was ist passiert, während ich nicht da war? Und habe gesagt, können wir irgendwas tun, Ben, können wir irgendwas tun? Nee, sagt er, können wir nichts. Liebe Silvia, du kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern, aber als du mich damals angestellt hast, habe ich zu dir gesagt, und irgendwann folge ich meinem Traum und mache eine Surfschule auf Gran Canaria auf. Dann konnte ich ihm nicht mehr böse sein, Christoph. Habe ich ihn doch sehr bewundert für seinen Mut. Und der geht raus und ich denke, ist das jetzt eigentlich hier noch deine Surfschule, Silvia? Und das hat mich dann sehr bewegt, weil ein Unternehmen, das man selber aufbaut, das verlässt man nicht einfach. Da braucht es schon echt einen Grund. Und in mir drin war viel Sehnsucht nach Weiterkommen, nach mehr, nach Neuem, nach weiter neugierig auf die Welt schauen. Aber ich fand mein Unternehmen natürlich auch noch großartig. Ich war da dann Vorstand geworden, Mitinhaberin geworden. Das war schon großartig. Und doch war es dann irgendwann so, dass ich halt alles auswendig mitbeten konnte. Der Mitarbeiter hat einen Satz begonnen und ich konnte ihn schon beenden, weil ich genau wusste, was er sagen will. Und ich dachte, boah, es muss ja doch noch irgendwas, muss noch drin sein. Und dann bin ich zum Coach gegangen, weil ich allein da nicht zurechtgekommen bin. Und mit der habe ich Visionsarbeit gemacht. Und Christoph, am Ende dieses Tages kam die Firma nicht mehr vor. Und das war unfassbar. Und ich wusste auch, was ich machen will. Genau das, weil ich habe mich 2 Jahre lang geplagt, eine Entscheidung für mich zu treffen. Und da sitze ich einen einzigen Tag und habe danach eine glasklare Entscheidung für mich. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Magic. Und da habe ich gedacht, genau das will ich machen. Genau das will ich lernen. Wie geht es, Menschen zu begleiten, dass sie nicht so lang
rumhadern müssen wie ich. Und so bin ich Zukunftsentwicklerin geworden. Und auf den Namen bin ich noch nicht mal selber gekommen, sondern da habe ich mir eben auch eine Supervision gegönnt und sage, also ich weiß nicht, also das und das mache ich und ich mache Future-Zooming-Prozesse und ich kümmere mich darum, dass wir heute das tun, damit wir morgen da ankommen, wo wir hinwollen. Und dann sagt eine Kollegin, du bist Zukunftsentwicklerin. Und ich denke, stimmt. Ja, und so habe ich den dann für mich adaptiert, diesen wunderbaren Begriff. Sehr, sehr schön. Und das machst du heute mit deinem Mann zusammen, ist das korrekt? Ja, also wir haben 2003 die Artvia Net Consult gegründet. Und die Idee war eigentlich, auch im IT-Bereich weiterzumachen. Das hat mein Mann in der Tat gemacht. Ich nie. Ich bin dann wirklich sofort in die Zukunftsentwicklung gegangen, Begleitung von Unternehmen, lange als Businesspartner in einem Industrieunternehmen noch mit eingetaucht. Also den Mittelstand dann auch von der anderen Seite nochmal kennengelernt. Und da ist es dann wie natürlich entstanden, dass ich in der Hauptsache kleine mittelständische Unternehmen und deren Führungskräfte dabei begleite, in ihre strahlende und ihre glänzende Zukunft zu gehen. Weil eins fehlt mir ganz häufig gerade bei den KMUs. Das sind so großartige Unternehmen, die es bewiesen haben, dass sie risikobereit sind, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie coole Ideen für ihr Unternehmen haben. Und dann schlägt der Alltag zu, weil das Unternehmen wächst, weil die Herausforderungen von außen einfach immer größer werden. Und jetzt brauchst du Stabilität und wo kriegst du die her? Die findest in dir drin und in dem, wo du hin willst. Genau. Vielleicht noch, bevor wir dann auch zu dem Thema jetzt gleich kommen, Artvia, wieso Artvia? Das setzt sich wahrscheinlich zusammen, aber was ist der Hintergrund? Ja, das sage ich dir. Artvia besteht aus Arthur und Silvia, das sind unsere beiden Vornamen. Genau, da muss man ein bisschen drauf kommen. Aber das war noch nicht mal von uns, sondern wir waren beide im Vorstand eines Chores. Wir sind beide Sänger. Und unsere Schriftführerin hat immer Artvia draufgeschrieben, wenn sie uns das Protokoll in die Hand gedrückt hat. Sie hat gesagt, ihr braucht ja keine zwei Arthur und Silvia, eins Artvia. Und wie wir dann unsere Firma gegründet haben, haben wir gesagt, haben wir eigentlich unseren Firmennamen schon, oder? Artvia? Net Consult. Ach so, ist das interessant. Ich habe mich gefragt, woher kommt das und ich wusste das so nicht. Ja, ganz viele sagen natürlich der Kunstweg, ne, oder der Weg des Künstlers. Auch, also mit Weg hat es auf alle Fälle zu tun, ne, und auch mit dem, was ich tue. Und manchmal ist es ja auch der Weg des Künstlers, wenn man sich in seine gute Zukunft aufmacht. Deswegen hat es wirklich mehrere Dimensionen. Eben, du sagtest vorher eben kleinere und mittlere Unternehmen zu begleiten, in eine glänzende Zukunft zu gehen. Ich stelle halt oft auch fest, dass viele KMUs zum Teil keine klare, saubere Vision haben. Die wissen sehr genau, was sie tun. Auch eine Mission ist sicher da, aber eine Vision, die steht nirgends und die können sie auch nicht so zum Ausdruck bringen. Aber ich denke, dass es doch sehr wichtig ist. Was kannst du da vielleicht da noch aus deiner Praxis dazu sagen? Ja, das ist genau der Hauptgrund, wieso mich die Unternehmen dann auch holen. Weil sie spüren, es fehlt etwas oder weil ihnen manchmal bitter genug die Menschen weglaufen. Wir wissen alle, die junge Generation, die fragt als allererst mal nach dem Sinn, wieso soll ich denn hier bei dir arbeiten? Was bietest du mir? Ist jetzt vielleicht der zweite Punkt, aber der erste ist schon auch, kann ich mich mit dem, was du tust, verbinden? Kann ich mich hinter dich stellen, weil das, was du tust, mich anfixt, weil das spannend ist, weil ich da mithelfen will. Und eine Vision ist für mich ja immer größer als wir selbst. Das hat ja auch einen Beitrag. So, und ich gehe her und baue mit den Unternehmen Zukunftshäuser. Oft sind sie auch Inhaberteams und ich glaube übrigens, Christoph, dass das immer mehr werden, immer mehr, wo mehr als einer an der Spitze eines Unternehmens sein wird, weil die Welt wird so komplex, dass einer allein ganz schnell mal in die Überforderung gerät. Also ist es klug und gut, das auf mehrere Schultern zu verteilen. Und das ist oft der erste Step, mit den engsten Leuten überhaupt mal ein Bild der guten Zukunft zu entwickeln. So,
Und zwar ein gemeinsames Bild. Und darunter, bevor das gelingt, muss ich vielleicht auch mal ein bisschen hinspüren, wer sind wir denn überhaupt? Was können wir eigentlich gut? Welche Gaben haben wir? Was gibt uns denn verdammt nochmal Energie? Und wenn ich das voneinander vielleicht noch nicht mal weiß oder ja wahrnehme, weil das Tagesgeschäft halt so viel zu zudeckt, dann weiß ich möglicherweise auch nicht, was ist mir wichtig. Was sind denn eigentlich meine Werte, die mich zu dem machen, was ich eigentlich bin? Wo werde ich grantig? Wo verstehen die anderen mich plötzlich nur wieder? Hä, was hat jetzt der? Dabei ist möglicherweise ein Wert verletzt und ich habe es aber nicht mehr parat. Und da habe ich gerade so ein Beispiel mit einem Unternehmerpaar, das bei mir war und gesagt hat, also wir sind am Wachsen und am Wachsen und am Wachsen, aber irgendwie, es geht alles so schnell und wir kriegen es irgendwie so gar nicht mehr so recht. Wir haben gar keine Leitplanken mehr, wo wir uns steuern können. Und dann habe ich mit denen Visionsarbeit gemacht und Wertearbeit. Und dann haben wir zum Schluss 5 Werte, die diesem Unternehmerpaar unfassbar wichtig sind. Und ich sehe ihn noch, der hat so diese Moderationskarten genommen, so vor sich hingelegt und so gemacht. Ne? Das scheppert jetzt wahrscheinlich recht. Und gesagt, Mensch, Frau Zirkowski, wenn ich das für mich schon längst in dieser Klarheit parat gehabt hätte, dann hätte ich mit manchen Mitarbeitern und manchen Kollegen ganz anders reden können. Es war immer bloß ein diffuses Gefühl und ich habe gewusst, da stimmt was nicht. Aber mit dem jetzt an der Hand fühle ich mich irgendwie viel, viel sicherer und aufgestellter. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil genau das ist es. Das ist ja keine Raketentechnik. Aber wir müssen uns verdammt nochmal Zeit dafür nehmen. Genau, genau. Nee, sehr, sehr gut. Aber auch so jetzt, um auf die Vision nochmal zurückzukommen, diese Vision zu entwickeln. Also meines Erachtens muss etwas sein, wo wirklich deine Energie auch gibt, wo du wirklich sagst, das ist das große, unser großes Bild, da wollen wir hin. Aber es sind noch nicht die Ziele, weil die Ziele werden ja dann auf Basis der Vision entsprechend dann beschrieben. Aber jetzt, du sagtest, ihr entwickelt ja die sogenannte Zukunftshäuser, teilt es auch auf oder verteilt die Themen auch auf verschiedene Schultern. Wie kann man oder wie entwickelt man so eine gute Vision oder hast du vielleicht auch ein Beispiel für so eine knackige Vision, wo du sagst, das gibt den Mitarbeitern wirklich und auch den Kunden, den Lieferanten, den Stakeholdern so richtig Energie? Ja. Also ein ganzes Statement, also das ist ja dann auch ein Vision Statement und das ist ja diese kurze, knackige Satz und da habe ich mit einem Unternehmen gearbeitet, die machen Mobility Service, also das sind die Leute, die am Flughafen sind und für Handicapped People, also für Menschen da sind, die eben alleine nicht mehr so ganz schnell von A nach B kommen und damit diesen Service beanspruchen dürfen. Und die waren halt auch sehr im Umbruch und am Wachsen und haben so ein Stück weit verloren, für was treten wir eigentlich an. Und wir haben ein Vision Statement mit denen herausgearbeitet, das ist wirklich so knackig. Und das passt 100% zu denen. Und das heißt, wir machen aus Barrieren Wege. Okay. Und das kannst du natürlich jetzt nehmen, denn dieses wir machen aus Barrieren Wege, hey, auch oftmals mit den Barrieren in unserem Schädel. Ne? Das hilft ja da auch. Aber diese Mitarbeiter, die wirklich für die anderen da sind, die mit einem selbstverständlich, die jetzt unterwegs sind und sagen, wir sind dafür da, aus Barrieren Wege zu machen. Weil die Wege im Flughafen sind natürlich auch immer ganz, ganz lang. Ne? Und das für andere ein Mordshandicap darstellt. Und wie kommt man jetzt dahin? Gell? Was muss ich jetzt da tun, damit ich so ein Vision Statement dann in dieser Form überhaupt möglich ist, dass ich es schaffe? Und da habe ich ja schon jetzt mal diese 3 Bausteine. Also für mich sind das Säulen, die Talente-Säule. Also was können wir gut? Für was sind wir eigentlich? Wo sind unsere Gaben? Also unsere Qualitäten, wenn du so willst. Die Werte, ohne Werte geht's nicht. Ohne Werte kriege ich überhaupt keine Vision zusammen. Weil dann ist das vielleicht im luftleeren Raum ein fantastisches Bild. Hat aber nichts mit mir zu tun. Und natürlich dieses, was gibt uns Energie? Das alles miteinander fließt dann in die Spitze des Hauses, das Dach.
Und wir wissen selber, wenn wir ganz weit oben stehen, dann können wir weit gucken und dafür ist die da. Und das mache ich auf unterschiedlichste Weise. Wirklich sich mal überhaupt in die Zukunft zu begeben. Ne? Damit wir nicht so eng sind und eine Prognose machen. Nein, eine Prognose ist keine Vision, sondern die Vision hat mit unseren Sehnsüchten zu tun. Und deswegen fällt es den Menschen ja auch so schwer, es auszudrücken. Das ist wie eine Geburt. Ne? Das braucht auch Zeit. Und darf auch Zeit haben. Und da fallen wir und schieben die Sätze hin und her. Und wenn ich dann das Leuchten in den Augen sehe, dann haben wir es erwischt. Und das machen wir, indem wir Bilder malen aus der guten Zukunft, indem wir mal einen Film drehen aus der guten Zukunft, indem wir Visionssätze formulieren. Ganz unterschiedliche Methodiken mische ich da, um möglichst viele Kanäle und Sinneskanäle anzusprechen, weil eine Vision, wie gesagt, soll größer sein als wir selber. Es darf verrückt sein, es darf keck sein, es soll keck sein. Ich sage immer eigentlich zwischen beseelt und bekloppt. Ne? Wenn es mich so beseelt, dass ich wirklich um 5 in der Früh aus dem Bett springen mag, weil es mich dazu treibt, den nächsten Schritt zu tun in dieser Sache. Und dass ich so bekloppt bin, dass ich dran glaube, quasi die Gegenwand zu ändern, damit es wahr wird, was ich mir da ausgedacht habe. Dann bin ich und richtig unterwegs. Wenn ich sage, wenn es euch da hinten so ein bisschen die Nackenhaare aufstellt, ne? Und ihr denkt, wow, dann hat eine Vision möglicherweise auch Zugkraft. Sie muss motivieren, sie muss leidenschaftlich sein, größer als wir selbst. Und sie darf, wenn ich an Motivation denke, auch ein paar Motivatoren ansprechen. Das ist auch nicht von mir, sondern ein Professor, Dr. Kehr in der Uni München, hat untersucht, was macht denn eine starke Vision eigentlich aus? Das muss ein Bild sein, ne? Weil wir Menschen sind Bilder-Junkies. Und wenn ich diesen Satz sage, wir machen aus Barrieren Wege, das können wir uns vorstellen. Ne? Das können wir uns vorstellen, das ist ein Bild im Kopf. Und der sagt, wir brauchen 3 Motive, also am besten alle 3, das wäre ideal, ne? Das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Was ist das Anschlussmotiv? Wir miteinander. Also ich mache es ganz gern fest an dem einfachen Beispiel von Kennedys Mondfahrt. Ne? Weil da wird so super klar. Kennedy hat 1962 die Vision ausgegeben, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann zum Mond zu bringen und lebendig und gesund wieder zurück. So, das war die Vision, dieses Bild, dieses starke. Hat es ein Leistungsmotiv? Ja, das war so groß, da muss man sich richtig, richtig anstrengen, sonst wird das nichts. Also das heißt, da braucht es Können, da braucht es Disziplin, da braucht es den Leistungswillen, da braucht es das Ingenieurwissen von diesem Land. Also wir können das, weil wir das leisten können. Dann das Machtmotiv. Wir sind die Ersten, die jemanden zum Mond bringen. Wir sind die Allerersten. Und wir lassen uns das nicht von den Russen wegnehmen. Weil das war damals so die Diskussion. Wer ist jetzt mit der Sputnik? Wer ist denn da jetzt Erster? Und dann das Anschlussmotiv. Heute würden sie sagen, America first. Damals war es wir miteinander. Wir sind so eine starke Gemeinschaft. Gemeinsam kriegen wir das hin, eine Vision wirklich zu erfüllen. Und wir wissen alle, 1969, nur 7 Jahre später, ist diese Vision Wirklichkeit geworden. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Jetzt noch eine kurze Frage zu dem Thema Werten, weil du hast das vorher das Unternehmerpaar da beschrieben, wo diese 5 Werte entwickelt habt. Oft sehe ich aber auch in Unternehmen stehen die Werte. Wunderbar, die sind ausgestellt. Stelle aber genauso fest, dass sie nicht unbedingt gelebt werden. Was machst du in so einem Fall? Also, wir prüfen natürlich diese Werte erstmal und dann geht es ja darum, an welchem Verhalten mache ich das denn fest, wenn ich da Respekt stehen habe.
was bedeutet denn Respekt überhaupt? Also ganz oft fehlt schon mal als allererst fehlt schon mal die Beschreibung, ne? Weil das für den einen heißt es Respekt vor der Umwelt und vor der Natur und vor allem Lebenden zu haben und für einen heißt dann für den anderen heißt Respekt dem Vorgesetzten zu achten und zu schätzen. Ne? Und das muss man doch erst einmal verstehen. Was heißt denn Respekt zum Beispiel ganz genau für uns? Und dann geht es ja darum, die Mitarbeiter alle mitzunehmen. Jede einzelne Abteilung. Was ist denn das bei euch im Vertrieb? Ist das möglicherweise nochmal ein bisschen, hat es eine bisschen andere Färbung, als wenn ich im Kundenservice bin? Oder wenn ich in der Entwicklung sitze? Das sind ja, also das Grundprinzip Respekt, das ist natürlich immer dasselbe. Aber was bedeutet das in unseren eigenen, in unseren unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die wir haben? Und dann auch mal miteinander zu prüfen, was tun wir eigentlich, wenn wir das nicht einhalten? Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und zwar miteinander entschieden. Das entscheidet nicht der Chef allein. Da ist er dann nämlich auch allein auf weiter Flur und wir wissen, wir brauchen Co-Creation für die Zukunft. Das geht gar nicht mehr so ohne weiteres allein, um Dinge nach vorne zu bringen und ein Einverständnis zu erhalten von den Menschen, die mit mir etwas nach vorne schieben wollen. Und dann geht's für mich noch weiter. Also bleiben wir ruhig bei diesem einen Wert, dann gehört das auch für mich in die Bewerbungsgespräche mit rein. Da gehört das auf die Website. Das durchflutet mein Unternehmen, das macht Kultur. Und das ist auch ein Satz, den ich wirklich ganz gern sage, wenn ich sage, wenn ihr mit mir zu arbeiten anfangt, wenn ihr mit mir ein Zukunftshaus baut, dann habt ihr danach wirklich eine großartige Sache. Aber damit fängt erst alles an. Weil das ist ein Entscheidungsweg. Das heißt Vorleben. Das heißt, sich danach beurteilen zu lassen. Das heißt, sich daran messen zu lassen als Führungskräfte, als Unternehmen. Das heißt, das immer wieder frisch zu halten. Ja, ganz großer und wichtiger Punkt natürlich. Ja, genau. Absolut. Aber ich bin halt davon überzeugt und da würde ich auch gerne deine Erfahrung hören. Ich bin davon überzeugt und meine Kunden spiegeln mir das auch wieder, dass ich diese Mühe, es ist wie alles eine Mühe, brauche immer wieder Zeit dafür, es braucht immer wieder Auffrischung, letztendlich auszahlt, weil ich ein Hochleistungsteam kriege, das richtig Lust hat, mit anzupacken. Kannst du das so bestätigen? Absolut. Ich komme natürlich aus einem Unternehmen, wo Vision, Mission, Leitwerte, überhaupt Werte extrem groß geschrieben wurden. Das ist ja bei Hilti gewesen, ich war da 11 Jahre. Ja, schau. Und nicht umsonst war ich natürlich auch da in Deutschland, in Liechtenstein, dann auch in der Schweiz. Und das sind auch 4 Werte, wo ganz zentral sind, das ist Mut zur Veränderung, das Thema Integrität, das ist Thema Commitment und das Thema Teamwork. Mhm. Und wenn du eben das nicht trägst, dann weißt du genau, da passt auch nicht zum Unternehmen. Das heißt, wie du richtig sagst, auch in der Rekrutierung, wenn ich sage, Teamwork ist nicht meins oder Integrität, da kann ich auch nichts damit anfangen. Ich bin nicht derjenige, der das sagt, was er tut und umgekehrt, dann passe ich da nicht rein. Und wenn ich diese Vision, die da heißt, wir begeistern unsere Kunden und bauen eine bessere Zukunft, du siehst jetzt noch, nach 13 Jahren kann ich das immer noch. Also da ist was passiert natürlich. Und wenn man das wirklich im Kopf hat und dann ist es nicht einfach so passiert, sondern das muss man, wie du auch richtig gesagt hast, da muss man dran arbeiten. Und da ist jetzt gerade bei Hilti zum Beispiel, macht man da wirklich immer diese sogenannten Culture Journeys. Das ist wirklich nicht nur ein Kurs, den man einmal macht, sondern es ist wirklich eine Reise, die man macht, weltweit und auf allen Stufen. Und da lässt sich Hilti wirklich sehr, sehr viel Geld kosten. Das ist nicht umsonst. Das Ganze kostet wirklich sehr viel Aufwand natürlich, um dahin zu kommen. Und ich kann das voll und ganz bestätigen, was du sagst. Und ich habe es wirklich am eigenen Leib auch erfahren. Und ich weiß auch heute, wie wichtig das ist.
genauso oft sehe ich auch viele Unternehmen, die eben das nicht so haben. Deshalb finde ich es gut, dass es Menschen wie du oder wie ihr gibt, die hier da auch einen Beitrag leisten, um die auch die KMUs entsprechend voranzubringen. Ja, ja. Also ich bin ein richtiger Fan von den KMUs, war ja selber in einem 14 Jahre lang weise um die Gestaltungskraft. Und ich wünsche mir noch mehr Stolz in diesen Unternehmen, weil die wirklich Großartiges für unsere Gesellschaft leisten und für die Regionen vor allen Dingen auch leisten. Das ist eine ganz andere Verbindung zu den Mitarbeitern und jedes Einzelne hätte es verdient, mit einer richtig klasse Vision ausgestattet zu sein, um die Menschen, und die ist ja da, ne? Zukunft braucht Herkunft, heißt es ja auch so schön. Und als der oder die mal gestartet sind, da war das ja da. Genau, genau. Nee, sehr schön. Jetzt hast du auch vielleicht ein paar Tipps zum Thema Karriere, weil hier hören natürlich auch viele zu, die eben sich noch entwickeln wollen in ihrer Karriere. Du hast das ja sehr früh mit deiner quasi Selbstständigkeit auch begonnen. Ja. Aber was kannst du vielleicht aus deiner Perspektive vielleicht auch an Tipps oder an Erkenntnissen weitergeben, die auch für dich recht gut waren oder unterstützend waren? Da gilt für mich dasselbe. Kümmere dich um deine Vision. Wo trägt dein Herz dich eigentlich hin? Go with the flow. Dazu muss ich möglicherweise erstmal wissen, wer ich bin, ne, was ich kann und was mir Energie gibt, vor was ich vielleicht auch Schiss und Angst habe. Und ein Zukunftsbild, also jetzt mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung. Lies mal mein Buch, Bau dir deine Zukunft. Da ist die Möglichkeit drin, sich selber ein Zukunftshaus zu bauen. Das ist nicht schwer, aber es macht ganz viel klar für einen selber. Und dann, wenn ich an Karriere denke, dann heißt es eigentlich erst Ja sagen, dann Schiss kriegen. Und das würde ich gerade uns Frauen ganz gern zurufen, weil wir ja immer oft glauben, ah, da muss ich noch die Ausbildung machen und na, so weit bin ich nicht. Ladies, doch. Jede Einzelne ist soweit. Und bitte, bitte erst Ja sagen und dann darfst du gern Schiss kriegen und dir die Unterstützer holen, die du vielleicht noch brauchst dafür. Aber nicht andersrum und nicht die Chance an dir vorbeigehen lassen. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch da draußen. Hast du auch eine Berufung, eine Bestimmung, einen Life Purpose, wo du so nennen kannst? Ja, das ist ganz einfach. Mach deine Welt zu einem lächelnden Ort. Weil ich bin davon überzeugt, jeder kann das. Und das hat sehr viel mit Selbstführung auf der einen Seite zu tun und mit dem, was mich im Leben antreibt. Und da sind wir schon wieder bei der Vision und bei der Mission auf der anderen Seite zu tun. Weil wenn ich das in mir drin spüre und habe, weißt, dann hört diese blöde Vergleicherei auf. Weil ich habe ja meine Vision mit, wo ich andere mit anstiften will und mit begeistern will und hinter mich bringen will und vielleicht die auch anzünden will, an ihrer Vision zu arbeiten und dass sich's rentiert, mit mehr Freude und leuchtenden Augen durch die Gegend zu laufen. Und deswegen weiß, glaube ich, ganz, ganz fest, wir alle können unsere Welt zu einem lächelnden Ort machen. Das hat aber was mit Entscheidung zu tun, mit einer Entscheidung für mich und meine Ziele und Wünsche und nicht mit beleidigt sein und mit dem Finger auf andere zeigen. Gibt es auch irgendwelche Apps oder Programme, die dir dein Leben auch ein bisschen einfacher machen? Ja, 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 unbedingt. Also wenn man ko-kreativ arbeitet, so wie ich das tue, dann ist irgendein Tool, wo du Trackings machen kannst, unabdingbar. Und das ist Trello für mich. Mit dem arbeite ich ganz gern. Und was ich auch ganz gern mal tue, ne, weil ich sitze ja hin und wieder doch ganz allein in meinem Büro und mir geht's ja nicht genauso wie den anderen, das Tagesgeschäft nimmt manchmal ein bisschen mehr Zeitraum ein, als ich das gerne hätte. Und damit ich eben an den strategischen Dingen arbeite, gibt's da eine App, die heißt My Concentrate. Das haben Doktoranden in der Schweiz übrigens entwickelt, ne, in St. Gallen an der Uni. Weil die gesagt haben, mit meiner Doktorarbeit komme ich nicht so recht vorwärts, weil natürlich immer irgendwas anderes wichtiger ist. Wir kennen dieses Phänomen alle, ne? Plötzlich ist Fensterputzen viel schöner, als wir je geglaubt haben.
statt sich hinzusetzen und jetzt zu lernen. Und mit diesem My Concentrate buchst du dir quasi eine Stunde oder auch zwei mit einem fremden Menschen, lockst dich dann ein, der andere ist wie du jetzt dann da, du sprichst ganz kurz, was du in dieser Stunde erarbeiten willst oder an was du arbeiten willst. Die Bildschirme bleiben an, der Ton geht aus und du siehst den anderen einfach an seiner Sache arbeiten. Und ganz ehrlich, das hilft zu fokussieren. Ich brauche immer so ein paar Tricks, also mich selber so motiviert Tricks. Und das ist halt einer, den ich nutze. Und für sehr visuelle Menschen, die an ihrer Vision arbeiten wollen, denen empfehle ich noch Mind Movies. Da kann man sich quasi seinen Zukunftsfilm mit den entsprechenden Affirmationen zusammenbauen und dann immer mal wieder laufen lassen. Und das ist eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Sehr schön. Und dein Buch oder deine Bücher, vielleicht kannst du die ganz noch kurz vorstellen und dann vielleicht auch noch Buchempfehlungen abgeben. Ja, also meine Bücher, das eine heißt Bau dir deine Zukunft. Das ist so wie ich ein Anstiftungsbuch, ne? Für ein gutes Leben und ein erfülltes Leben. Es kann wirklich jeder lesen, vom Manager über jemand, der einfach an der Karriere interessiert ist oder jetzt einen persönlichen Change in sich spürt, um für sich mehr Klarheit, Fokus, Ausrichtung, Richtung zu kriegen. Und das andere heißt Wissen, wo es lang geht. Das ist ein kleineres Buch. Und da habe ich den Prozess des Future Zoomings beschrieben. Das heißt, das nehme ich ganz gern mal her am Jahresanfang oder wenn ich sage, es startet etwas neu und ich bin noch nicht so, was noch nicht, wo soll es hingehen mit dem Neuen, dann kann ich über Future Zooming mir mal meine Zukunft herzoomen und dann ganz konkrete Schritte planen, wie ich dahin komme. Das sind die Bücher, die ich geschrieben habe, die Methodiken, die dahinter stehen. Und die Buchempfehlungen habe ich auch. Eins, das mich persönlich sehr geprägt hat, als ich Unternehmerin war, war das Lola-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch von einem Schweizer, von René Egli. Genau. Das habe ich gelesen auf einem Flug in die USA, weil mir das ein PR-Experte empfohlen hat. Als ich nicht so sehr charmant über einen meiner Vorstandskollegen gesprochen habe, ich wollte mit dem eine PR-Aktion machen und der kommt und sagt, ja, wie geht's denn so im Vorstand, Frau Zulkowski? Und dann habe ich mich gerade recht geärgert und ein bisschen vom Leder gezogen. Sagt er, lesen Sie mal das Lola-Prinzip. Und ich dachte wirklich, das ist ein PR-Buch und habe dann nicht weiter drauf geachtet und nehme das mit. Und echt, ich habe mich so geschämt. Das kann ich ja heute so sagen, ne? Da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Also das Lola-Prinzip, Lola, für alle, die es nicht kennen, ist ein alter Schmöker, heißt loslassen, Liebe als stärkste Kraft im Leben und Aktion gleich Reaktion. Es kommt wirklich alles wieder auf einen zurück, was wir so aussenden. Also es ist gut. Und in diese Schublade passt auch der Selbstentwickler von Jens Korsen, den ich wirklich als Mentor auch sehe, der unfassbar kluge Sachen immer ein bisschen mit Augenzwinkern vermittelt, was mir sehr gut gefällt. Und jetzt, wenn ich Richtung Visionsarbeit gehe, dann mag ich dieses Buch von Brian Tracy sehr, das mich ganz am Anfang dieser Reise sehr geprägt hat, von der Vision zum Erfolg. Thinking Big heißt's. Und dann natürlich jetzt in aller Munde befindliche von Simon Sinek, Frag immer erst warum. Das ist auch ein gutes Buch, wenn man sich auf den Weg machen möchte. Das sind so meine vier Empfehlungen. Einmal für die Selbstfürsorge, ne, und die Selbstentwicklung. Und einmal um Richtung Vision zu gehen. Super. Wie nimmt man jetzt am einfachsten Kontakt zu dir auf? Ja, also da gibt's natürlich über die Social Media alle Möglichkeiten, ob das jetzt LinkedIn, Facebook oder Instagram ist. Auch auf YouTube findet man sehr viel auch von mir und ansonsten natürlich über meine Website sylvia-ziolkowski.de, aber das schreibst du bestimmt auch nochmal in die Shownotes. Und ja,
Ich bin auch immer offen für einen virtuellen Kaffee miteinander, wo man ganz einfach in einer halben Stunde sich mal auf einen virtuellen Kaffee oder Tee oder was auch immer trifft, um sich mal kurz auszutauschen und mal zu gucken, stimmt die Chemie, passt es, wie finde ich die Person auf der anderen Seite. Gibt es jetzt noch zum Abschluss irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich dir oder euch noch mitgeben? Die Zukunft kann man eben am ehesten vorhersagen, wenn man sie gestaltet. Und der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Wunderbar. Silvia, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses ganz aufschlussreiche Interview. Ich habe das wirklich sensationell gefunden. Ich wünsche dir alles Gute und bis ganz bald wieder. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Herzlichen Dank für deine echt spannenden und sehr interessanten Fragen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, packt es an, bleibt nicht stehen. Macht es gut. Servus und danke dir, Christoph. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.